Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit OneBlock und mit dem lieben guten Alex. Mit dem lieben guten Alex, ja. Nee, OneBlock und sonst irgendwas. Ach, völlig wurscht. Auf jeden Fall meine letzten Folge, den Alex wieder mal nicht gehört, weil OBS wieder irgendwie einen Fehler hatte. Sollte jetzt alles gefixt sein, ich hoffe es. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben die, wir sind im Nether angekommen. Und komischerweise spawnen jetzt natürlich so schön Schweine hier. Unsere Eisenfarm funktioniert irgendwie semi-gut. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Entweder muss sie nochmal weiter raus oder keine Ahnung. Ne, wir meinten ja, dass wir jetzt alle Villager rüberholen. Achso, ja, genau. Wir wollten ja alle Villager von hier da rüberholen und. Das wird witzig. Hier gar keine mehr haben, weil die Villager hier trotzdem. Da, da ist einer. Ein Eisengolem hier hin spawnt und der muss einfach weg. Oh, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, hat nicht funktioniert. Ich bin draufgegangen. Auf jeden Fall, wir müssen die ganzen Villager hier rüberholen. Du brauchst gar nicht. Ja. Nein, da ist ein Loch gewesen. Das heißt, der Light weg. Sag mir nicht, irgendwas ist runtergefallen. Nein, mein Schwert, mein Diamant, alles da. Okay, also ich glaube, dass alles da ist. Und wenn nicht, ist es halt so, du. Du. Scheiß auf die. Oh nein! Glaubst du nicht, es reicht? Oh Gott! Ich muss diesen Kopf wieder wegnehmen. Welchen Kopf? Und zwar habe ich. War ich bei TEDx. Keine Werbung oder sowas, ne, über den Laden. Aber die haben. Für Halloween hatten sie ja auch schon sowas Cooles. So ein Geist und sowas. Und jetzt habe ich so hinter mir ein. Ein Weihnachtsmannkopf. Auf meinem auf dem Rennsimulator drauf, also auf dem Stuhl. Und ich drehe mich gerade um und gucke und sehe diesen Kopf da, weißt du? Ich habe mich so verjagt gerade. Hallo Sascha. Sascha, ist Deathlepper da? Nein, nein, nee, der andere. Noch ein anderer Sascha? Ja, genau. Ach, der Sascha. Ah. Ja, genau. So. Also genau, wir wollten alle Villager rüberbringen. Darüber bringen. Ich baue erstmal nochmal kleine Hütten für die hier drüben, also so wie die wieder andere Spawner. Platz da, Platz da, Platz da, ich komme. Was? Der Villager ist nicht gut auf der Eisengolem ist nicht gut auf mich zu reden. Ja, die ganzen Zombie-Pigmans hier überall stehen auch nicht. Doch. Mit denen habe ich kein Problem. Boah, sind so viele, ne? Ja, bitte? Willst du mir was sagen? Kann ich eigentlich wieder rausgehen ohne Probleme? Nee, ne? Also nicht, frag ihn. Der bringt mich um, oder was? Du, das weiß ich nicht. Das musst du herausfinden. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist sieht so böse aus. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Nee, er mag mich nicht, aua. Ich glaube, er mag dich nicht. Wie ich darauf komme, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, er kann dich nicht leiden. Nee. Jetzt mag er dich ja bestimmt wieder. Ja, jetzt mag er mich wieder. Ich war die ganze Zeit so lieb zu ihm. Tja, nicht lieb genug, hättest du noch lieber zu ihm sein müssen. Was ist denn unser Block? Das ist der Block, ne?
Ja, der Holzblock. Dieser blaue Holzblock. Okay, wie bekommen wir denn alle darüber? Am besten ist es ja wieder mit dem Boden, ne? Ja, also so ist es am sichersten. Ohne dass irgendwie runterfällt. Ja, dann musst du aber, wenn, nochmal die Erde holen und den Boden vorher normal machen. Warum? Also dass durch, damit du nicht mit dem Boot darin hängen bleibst wieder. Ja, warum? Ich bin ja hier immer lang gefahren. Ich hab die immer hierher geholt, hab die hier reingestoßen. Ja gut, du machst auch schon. Du bist hier der Villager-Profi. Ja, ich bringe erstmal die Sachen hier weg und dann... Jupp. Erstmal schlafen wir. Erstmal schläfst du. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Kies, Seelensand, also das packen wir alles hier rein. Knochenblock kann auch mit da rein. Magma-Blöcke. Guten Tag. Knochen und Fäden. Jetzt brauchen wir Erze. Oh, unsere Erze sind voll, also. Ja, da sind noch mehr Kisten dafür. Ja. Muss man einfach da reinpacken. Hier ist ja Uno Problemo. Warum sind die eigentlich schon wieder so eine Villager-Einbrecher bei uns in der Hütte? Keine Ahnung. Das finde ich sehr unverfroren von denen. Ja, ist halt so. Das gibt eine Anzeige. So. Danke. Ich habe mich erstmal hingelegt. Wo sind denn die Boote? Du, das weiß ich nicht. Das mit den Booten hast du gemacht alles. Hab ich die auch hier hinten abgebaut? Meines Wissens nach, ja. Ich baue einfach neue. Okay. Was war das denn für ein Geräusch? Könnte aus dem Nether kommen. Gesundheit ist ja, also, okay. Hören Sie mal. Was denn? Achso, falsche. Oh. Darf man hier nicht mal mehr niesen oder was? Ich mache erstmal 4. Mhm. Und danach kommen die nächsten 4, die wir dann. Jo. Hallo, schönen guten Tag. Uwe, mein Name. Okay, Uwe. Du musst jetzt da rein, Uwe. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Kannst du mal klingeln? Ich bin gerade nicht da. Also ich kann gerade ganz schlecht. Ja, hier ist auch keine Klingel. Deswegen frage ich ja, kannst du mal klingeln? Die muss doch bei dir sein, oder? Ich schau mal kurz nach. Ich sehe hier keine. Es kann sein, dass die irgendwo im Lager ist. Ich hatte vorhin eine gesehen. Ich kann dir aber nicht sagen, wo. Ihr gebt mir ein bisschen auf die Eier mit euren Türen auf, Türen zu.
Ja, genau, schieb ihn da mal rein. Los, schieb ihn, schieb ihn. Piep, 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 piep. Nein. Oh nein, jetzt sind beide drinne. Okay, einen habe ich. Ich komme. Jo. Der erste wird zum Henker gebracht. Zum Henker? Oh. Wie viele Betten waren einem nochmal drin? Wie viele Villager sind da drin? Weiß ich nicht. 5, glaube ich, ne? Ist ja egal. 4 oder 5. Hallo. Hi. So. Viel Spaß, artig sein hier hinten. Ja, es geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir das machen. Und zwar, weil wir keine Hobbys haben, nein. Kannst du im Villager gleich mitbringen? Inwiefern mitbringen? Jetzt dich reinsetzen ins Boot. Und einfach hier runter? Fahren Sie mir einfach hinterher? Genau. Sieht lustig aus. Wir wollen eine Eisenfarmleiten bauen und wir brauchen die Villager alle da. Weil... zurzeit ist es so, dass die Eisengolems leider sich abwechseln. Mal starten da welche, mal da. Aber hauptsächlich da drüben. Und dass das nicht vorkommt, müssen wir es so machen. So, der nächste. Ja. Und dann war's das. Dann ist das Haus voll, glaube ich. Ich glaube, 4 Stück haben wir da reingepackt. 5. 5? 2 Stück. 2 Stück brauchen wir hier drüben noch und dann. Also muss ich ja noch einen holen. Ja. Fahr mal weiter. Dann hole ich den nächsten. Muss ja eh noch Schilder und sowas holen. Ja, ich brauche noch ein Boot. Ich habe ein Boot natürlich zu wenig. Na, wie? Hier, einmal bitte reinsetzen, jemand von euch beiden. Ja, wunderbar. Na, es läuft ja wie am Schnürchen hier mit euch. Ja, gehorchen Sie. Ja. Er ist sofort eingestiegen. Ich habe gesagt, einmal hier einsteigen. Sofort. Ohne dass ich. Na dann. Lange mit ihm reden musste. Also, er war gleich drin. Hä? Wo kommt er denn auf einmal her? Wer?
Uns ist, glaube ich, ein Villager hinterhergelaufen. Wie hinterhergelaufen? Ja, der ich habe auf einmal... Eben gerade war ich da noch mit ihm drin, jetzt ist noch einer. Ich habe hier auf einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Villager. Die! Da saß eben gerade noch ich drin. Ich bin ausgestiegen und bin an mich bei dem reingesetzt, weil ich das hier mit ranfahren wollte. Auf einmal sitzt er da drin. Tja, sie wollten dich halt einfach rauswerfen. Sie wollen nicht, dass du mit denen fährst. Das musst du respektieren. Respektiere ich ja auch. Aber wo kommt der? Hier oben ist schon der erste Golem gespawnt. Okay. Warum auch immer. Das ist doch cool. Die Villager sind nicht mal anwesend. Oh, verdammt, ich brauche eine Kiste. Du brauchst eine Kiste. Soll ich dir eine bringen? Ja, wäre sehr nett. Wo bist du? Da. Wie bist du da hingekommen? Ja, du musst einfach nur an dem... Ja, lass dich da mal runterfallen. Aua. Komm, stell dich nicht so an hier. Wohin mit dir? Da muss ein Schild hin. Hier. Einfach da hinstellen, einfach auf den Holzblock. Jo. So, ach, hier komme ich nicht wieder raus. Hin. Nee, muss da wieder runter. Und dann sollte das eigentlich klappen, wenn ich den Lava-Eimer... Jetzt. So. Jo. So, die zweite ist fertig. Es müssen nur die Villager da rein. Ja, die gehen da ja von alleine eigentlich schon rein. Ja. Ich baue nämlich hinten jetzt die Betten ab. Alle, und dann laufen die sowieso da hinten hin. Ja. Ach, hier sind schon keine Betten mehr, genau. Okay, okay, okay. Dann bauen wir. Ich habe mich schon abgerissen, weil ich die brauchte. Ja, alles gut. Aber. Guten Tag. Ja, habt ihr keine Betten mehr? Da hinten sind welche. Könnt ihr einfach hingehen. Okay, super. Hier sind keine Betten mehr. Hallo. Hi. Jetzt sind hier hinten schon zwei Stück. Hey. Hä? Ich weiß auch nicht, von wo der jetzt auch schon wieder kommt, warum jetzt hier noch ein zweiter ist. Ach so, ja, keine Ahnung. So, ich brauche ein... Jetzt habe ich schon vergessen, was ich holen wollte. Das weiß ich nicht. Frag einfach mal bei der Auskunft nach. Ich habe eine Glocke. So, dann bringen wir mal die schicken Villager zu uns nach Hause. Da haben wir gleich eine Eisenfarm und dann... Läuft das hier aber. Ja, hoffentlich auch funktionierende. Oh, das ist nicht gut. Oh. Oh. Ja, gut. Wäre nett, wenn du gleich Fackeln holen könntest. Tschüss! Aber ist das nicht gut, wenn welche das spawnen? Weiß ich nicht. Ja, warum? Dann bekommen die auf jeden Fall Angst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und wenn sie Angst haben, kommen die... Oh nein! Diese Idioten! Warum legen die sich denn da oben jetzt nicht in das Bett rein, sag mal? Das hat doch letztes Mal auch funktioniert. Okay, dann baue ich den Block da drüber halt ab.
So, reicht euch das? Tschüss! So, jetzt, Jungs. Klingeln. Alter. Jetzt hat sich einer hingelegt. Oh, jetzt kommt der... Wo lehnen jetzt hin? Ja, die kommt zurück, du hast geklingelt. Alter, seid ihr doof? Ja, los. Voll? So, ja. Ach, hier sind nur vier drin. Das reicht. Ja, ist ja egal. Du Scheiße. So, selbst wenn wir noch Villager haben, können wir keine weitere Farm mehr bauen jetzt. Ne, warum? Weil wir keine Lava mehr haben. Ach so, oh. Oh. Ja. Das ist scheiße. Dezent. Also müssen, wir sind jetzt gezwungen, eigentlich jetzt mal abzubauen. Mit der Hoffnung, dass wir Lava kriegen. Scheiße. Na, hast du ihn schon wieder gehauen. Au! Ich brenne! Was, ich hab die Knarre gesichert? Feuerreine Armbrust. Oh, der arme Golem. Oha! Wie schieße ich mit der Armbrust? Du musst nachladen mit dem Pfeil. Und dann musst du nochmal drücken. Ab. Junge, der brennt hinter dir alles ab. Oh. Ruf die Feuerwehr! Okay. Oh. Er brennt hinter dir alles ab. Ich habe nur noch zwei Pfeile. Ich hol mal welche. Wir haben mehr als genug. Was greifst du mich jetzt an, du hässlicher? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir Lava aus dem Nether kriegen. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich nicht so ein Gefühl. Nee, ich auch nicht, aber wir werden es sehen. Ich würde mal sagen, das lief ja gestern nicht so gut. Das war nicht meine Schuld. Wollen Sie sich dazu äußern? Nee! Mama! Oh! Hä? Wer hat nicht mit dem Pfeil angegriffen? Los, Golem! Ja, easy. Gut. Haben wir es auch geregelt, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir geben die keine Goldmänner, also den. Ach, die geben uns ja auch nur Scheiße. Blödsinn. Ich geh mal schnell meine Spitzhacke reparieren. Da geht's nicht mehr. Bring mal mir eine Dia bitte mit. Wohin will er denn? Eine ganze Dia-Spitzhacke oder wie? Ja. Ich habe nichts drauf auf meiner, ist nur mal Dia nur.
Ach so. Au! Sag mal, bist du besoffen oder was? Wollt mal was schauen. Zwar. Jetzt Okay, ich sofort. kann mir das nicht leisten, meine zu reparieren. Haben wir kein Dia mehr oder was? Doch, aber ich habe nicht genug Level. Dann macht ihr doch Level. Wir haben doch eine. Ja. Wie heißt es? So eine. Ich komme nicht drauf. Irgendwann schaffst du es bestimmt. Diese Gläschen haben wir doch. Ah, wo denn? Bei Büchern. Ah ja, tatsächlich. Nee. Und jetzt hängt sich mein Spiel auf, ey. Toll. Cool. Oh mein. Oh Gott. Das war mal zügig. Hast du mir die ja mitgebracht? Au! Ich hab dir eine hingelegt. Du hast die, glaube ich, auch eingesammelt. Ja, habe ich. Danke. Ich habe keine Pfeile mehr. Wo sind denn meine Pfeile alle hin? Ich Vielleicht hab. kaputt gegangen, als du gestorben bist. Ah, super. Die guten Pfeile, ey. Weißt du, wie teuer die waren? Ja, bestimmt. Ich glaub's auch. Ich bin gleich tot. Du was essen? Ich hab nur noch ein halbes Herz gehabt. Das ist schlecht. Ich würde dir helfen. Ein halbes Herz. Ich treff nicht. Es brennt! Ah! Ich hol mal Pfeile. Warum? Wir haben doch nur noch so wenig. Ja, ist egal. Hier. Da. 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 Redest du dir jetzt Sachen ein? Zack. Weißt du, es ist günstiger zu sterben, als teuer zu leben. teuer zu leben, genau. Mann! Es reicht. Es brennt. Zing. Nee, nee, nee.
Wo ist ein Eisengolem? Aua, aua, im Wasser. Dann ins Wasser. Nee. Ins Wasser, wow, mit dir. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Sorry, sorry, sorry. Zack. Hier kommst du nicht rüber, ne? Du Opfer. Ja. Wohin jetzt, ne? Zack. Ich treff nicht. Zack. Viel platt gemacht. Okay. Ich muss jetzt gucken, was man auf die Armbrust verzaubern kann, damit die mehr Schaden macht. Okay, gibt nichts Gutes. La 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 la. Ich bin gleich schon wieder tot. Au! Oh. Ich schieße sie jetzt nur selber ab. Ich glaube, man kann aus Magma-Blöcken irgendwie Lava rausholen. Ja? Aua. Ich war der Meinung, irgendwie ging das. Weiß ich nicht. Ich google mal kurz. Ich wollte gerade auch googeln. Magma, Blöcke, Minecraft. Magma-Blöcken können. Ja, ne, ich will nicht wissen, wie die hergestellt werden. Mann, ey. Hier hinten. Oh Gott. Es kann doch nicht. Also irgendwie müssen wir ja Lava bekommen. Warte mal, OB Level. Ach so, oh nee. Oh. Counter, so. 7849 und wir brauchen 8500 für Plenty. Okay, gut. Das ist noch eine ganz schöne Ecke. Aber das sollten wir schaffen. Kann mal einer die... Au! Nee, geht doch nicht. Ich hab Mann, man muss doch von irgendwo Lava herkriegen, also komm schon. Du, dein Weg ist wirklich sehr sinnvoll. Die müssen weg. Alter, ernsthaft, das ergibt nicht mal Sinn. Das ergibt nicht einmal Sinn, dass der hier unten ist.
komm schon, ey. Wag es dich. Kannst du bitte wieder da was hinsetzen? Ob ich kann, weiß ich nicht. Dankeschön. Papa, der hat mich angegriffen. Ihm war heiß. Ja. Haben wir jetzt hier noch Eisengolems? Bei uns? Nee, ne? Hier drüben nicht, nein. Hier haben wir jetzt nur noch Villager, ne? Ja, aber eigentlich auch nicht genug, dass einer spawnen kann. Zwei. Ja, nee, das sollte nicht reichen eigentlich. Nee, stimmt. Was hatte ich gesagt? Wie viele haben wir? Ach, so viel noch. Ja. Hallo, die Unfähige, was geht? One Block. Wo bist du jetzt hin? Sascha? Hm? Was hast du schon wieder gemacht? Nix. Wie kann man denn aus Versehen das Spiel verlassen jedes Mal, ey? Wie schlimm ist das mit dir? Schlimm ist das! Das frage ich mich gerade auf, wie ich das hinbekomme, aber so schnell. Oh, oh. Ja! Hast du nicht. Unser erster Kopf. Hast noch nicht. Zwei Stück und wir können den Wither beschwören, Junge. Ja, aber was bringt das? Ein Netherstern und ganz, ganz viele Level. Ja. Aber ein Netherstern, da können wir ein Beacon bauen. Hast du nicht auch ein Schwert? Was? Hast du nicht auch ein Nether-Schwert? Nee. Wo ist denn der? Was ist mit ihm denn da hinten? Nee. Was denn? Oh. Ja, jetzt müssen wir den alleine. Au! Easy. Kalt machen. Easy. Der kann doch nichts. Hä? Kommt er denn her? Hat er sich verlaufen? Ich bin offen, die ganze Zeit irgendwas zu spawnen, ey.
Ja, dadurch kommen wir nicht weiter, ne? Absolut nicht. Das regnet nicht mehr. Doch. Aua, aua. Nee! Blöcke noch. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir hier weg. Au. Dann sind wir hier endlich weg. Mach das, bis Danny. Oh, ich bin voll. Ich entleere mich mal. Okay, du entleerst deinen Magen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles reinpacken soll, ey. Alter. Du hast dich flambieren lassen? Was? Was ist das für ein Pfeil? Wenn man damit Gegner abschießt, werden die, glaube ich, weiß umrandet. Mhm. Ah, ja. Okay. Hat ja lange gehalten, der Pfeil. Weg ja. Oh Gott. Nicht schon wieder. Nee. Oh. Er ist weg. Ballert er einfach unsere Schildkröte ab. Nee, das war ich. Frech ist das. Bin ich ja ehrlich. Gibt's sowas nicht? Okay. Mhm.
Für was sind denn diese Platten? Welche Platten? Ach, die musst du ja wieder in einer extra Werkbank machen, ne? War ja irgendwas. Ja. Die haben eine eigene Werkbank. Hat die jemand hier von denen? Nee. Hallo, Germaine. Gratuliert mal Germaine alle. Die hatte vorgestern Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Gestern? Ja. Ich bin so durch. Komm, der Wille war da. Warte mal. Da, wir sind da. Da ist einfach ein Netherstern drin. Den hast du eingesammelt. Ja, hab ich. Da war einfach ein Netherstern drin. Hier, da. Ach so. Jetzt können wir einen Beacon bauen, Junge. Nee, den heben wir auf. Nee, das kommt daher, weil wir sonntags eigentlich Minecraft spielen. Deswegen habe ich daran nicht mehr gedacht. Stimmt ja, wir haben heute Montag. Und für alle, die das später angucken im VOD, für euch ist Mittwoch. Habt ihr eigentlich alle Weihnachtsgeschenke schon zusammen? Ja. Ich muss sie nur noch einpacken. Jo, halbes Herz macht halt noch mehr Schaden, hä? Aua! Nee! Oh nein. Au, au, au. Aua. Oh. Ich wurde geschlachtet. Müsste es nicht andersrum sein. Bist du vegan für Rosalinde? Aufgepasst! Aua! Aua! Wie wär's denn? Aua, mein Bein! Halt ihn auf! Oh, Schuss. Ein Schuss, ein Treffer. Irgendwie habe ich das Gefühl. Nee! Irgendwie hast du so ein Gefühl? Ja. Und zwar, seid mir nicht böse, ne? Aber irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass unsere Eisengolems nicht da hinten spawnen, wo sie sollen. Hier habe ich auch nicht so das Gefühl. Und zwar habe ich das dumpfe Gefühl, die spawnen. Da ist eine Katze gerade runtergesprungen. Nee, ich runtergehauen. Achso, okay, gut. Dass die da hinten drauf spawnen. Wo drauf? Auf dieser Plattform, die du dahinter noch hast. Da ist ein Eisengolem. Aber er ist in der falschen Ecke. Da kannst du nicht durchschießen. Dann muss ich das nochmal. Ich hole mir nochmal Wassereimer. Dann kümmere ich mich darum. Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Also von den Golden habe ich keine mehr. Die hängen jetzt da oben alle drin.
Toll. Müsste man mal vielleicht irgendwie bei Gelegenheit da mal wegholen. Nee. Oh, ich hab ihn getroffen. Mal, du hast ihn um. So, warte mal, dann bauen wir das hier mal ab. Und platzieren da ein Wassereimer hin. Und er bewegt sich einfach gar nicht. Danke, dass du ihn abgeschossen hast. Aber er macht ja eigentlich nichts bei dir, sondern nur bei mir. Es reicht ja, wenn ich neben ihm stehe. Mann, ich hatte meine Glück-3-Spitzhacke dabei. Jetzt hast du sie nicht mehr dabei. Ja, toll. Okay. Tief durchatmen. Krone richten. Was hast du denn jetzt weggeworfen? Alex? Aua. Musst doch nicht gleich springen. Doch. Was für eine Werkbank braucht man denn dafür? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie die heißt. Und wie baue ich diese Werkbank? Wobei, ich glaube, wir brauchen doch keine Werkbank dafür. Ach, jetzt erinnere ich mich. Jetzt weiß ich wieder, warum das so verdammt teuer war. Man braucht für einen Netherite-Barren 4 von diesen Platten und 4 Gold. Aber es ist eine Schmiede. Eine Schmiede. Eine Schmiede brauchen wir dafür. Hä? Wir haben doch eine Schmiede irgendwo, oder? Nicht, dass ich wusste. Ich finde die nicht. Innermann, wir hatten eine Schmiede. Schmelzofen. Wie craften wir eine Schmiede? Keine Ahnung. Schmelzofen? Oh Gott, ey. So, nochmal.
Okay. So. Bauen wir. Kein Problem. Und zwar brauchen wir Holz. Ich denke mir einfach, da können wir jedes Holz nehmen. Dann brauchen wir Eisen. Haben wir Eisen? Ja, oh, da. Halb, halb. So, zack. Zack. Schmiede. So. Wo ist die Schmiede? Da. So. Jetzt brauchen wir ein Netherite-Barren. Wie kriege ich den denn? Vier Platten und 4 Gold. Die Dinger kosten richtig viel. So. Ah, so. Okay, gut. Ja, okay, gut, ja. Hm. Super. Wir haben 6. Das ist 6 Barren oder 6 Platten? 6 Platten haben wir. Hast du. Du hattest. Ja, du hattest. Ja. Aber auch noch irgendwo, glaube ich, welche von diesen Steinen, oder? Also, ich bin gerade mit meinen abgesegelt. Okay, gut. Hm? Verstehe. Warum? Warum bist weiß du mit denen nicht abgesegelt? Auch weiß ich nicht. Da war so ein hübscher Golem, der dachte sich so, mir eine Respektschelle zu geben. Okay. Super. Weil bei diesen Farmen ja nichts funktioniert, wie es funktionieren soll. Ah. Scheiße. Okay, ja gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Ich pack die erstmal hier rein. Mit in die Kiste und fertig. Und dann können wir es halt nicht. Ja gut, ist halt so. Können wir nicht. Also da müssen wir drauf weiterhin sparen. Ja. Was sagt denn der Counter jetzt? Also wir haben jetzt 8039. So, wir müssen noch. Ja, sagen wir mal 500 müssen wir noch. Ist ja vollkommen okay. Aber wir haben keine Lava mehr. Ja. Und der Eisengolem, ganz ehrlich, der ist da vorne. Ah, das ist doof. Ich sehe das zum ernsthaften Problem hier. Wenn nicht, müssen wir alles wegnehmen da vorne. Und wirklich mit Schild hin. Gott. Tja, die Kisten. Ach so. Was sollen wir damit, ey? Oh, legst du dich wieder mit ihm an?
Diesmal gewinne ich aber. Finde ich toll, dass du gewonnen hast. Sei der Stärkere. Ja. Oh. Das hört sich nicht gut an. Oh Gott, was fliegt hier über mir? Ich habe keinen Bogen mehr. Oh, er hat eine Träne gedroppt. Bin ja froh, dass ich nicht weiter nach hinten gegangen bin. Ja, du bist mir schon klar. Oh mein Gott. Deswegen sag ich ja, ich bin froh, dass ich nicht weiter nach hinten gegangen bin. Jetzt bin einmal nicht da, kommt wieder, stellt er die ganze Bude auf den Kopf. Ey, ich war das nicht. Aber der Gast war das und der Gast war das wegen dir. Erde. Super, wir haben keine Erde mehr. Wollen wir Sand hinpacken? Hier draußen eine Kiste auf der Erde, aber nicht genug. Wie viel hast du denn jetzt? Ich brauche noch 3. Ja, habe ich nicht. So. Einfach flicken. Oh. Mann, und schon wieder ist der Golem darum einfach nur so drin, das ist so doof. Au, ich bin gleich tot. Solltest nicht mit mir. Was denn? Nix, alles gut. Alles gut. Funktioniert, ich hab alles im Griff. Alles klar. Das hören wir noch gerne. Das ist Scheiße, dass wir absolut nicht an anteilsweise irgendwie an Lava kommen. Ja, das ist sehr doof. Ich hätte damit gerechnet, eigentlich bin ich Scheiße. Keine. Wo ist mein Bogen? Dass jetzt Unmengen an Lava kommen. Ja, genau. Das kann doch gar nichts. Richtig, es ist einfach bis dato nichts gekommen. Das ist halt wirklich nervig. Ja. Die Farm ist auf dem Weg zu funktionieren. Ja. Wir haben durch die Farm schon 42 Eisen bekommen. Okay, cool. Mama! Ich glaube, ich habe Fieber. Ich glaube, ich muss sterben. Das ist nicht lustig. Ich will Das ist gar nicht lustig gewesen. Was machst du denn hier schon? Ich hab mich mit einem kleinen Schwein angelegt.
Ach so. Hast du wenigstens gegen ihn gewonnen? Ja, natürlich. Ja, wenigstens etwas. Und? Wie findest du so das Dorf? Ach, wunderschön. Die Hälfte hier brennt einfach ab. Der Boden nicht eben. Überall verschiedene Blöcke. Wunderschön. Ja, das wird ja noch wieder, ne? Einfach ein Traum. Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. Nee, muss nicht. Wäre ja witzig gewesen, hätte jetzt die Wand eingerissen, wäre jetzt aber reingerannt. Das wäre gar nicht lustig gewesen. Also ich hätte das schon lustig gefunden. Nein, ich nicht. Ich aber. Ich nicht. Ich aber. Was gibt's? Wir haben jetzt 8066. Naja, weiter sind wir nicht mehr gekommen. Ja, aber die Eisenfarm, sie steht jetzt. Ne? Wir haben uns eigentlich über die ganze Folge... haben wir uns eigentlich nur um diese scheiß Eisenfarm gekümmert. Ja, wenn sie jetzt hoffentlich funktioniert. Und... ja, wird man sehen. Ja, und wenn die Golems da oben trotzdem stehen bleiben, dann brauche ich in jeder Ecke einen Trichter. Aber dann bräuchte ich auch in jeder Ecke Lava und das wäre viermal Lava pro Spawner. Und Lava haben wir nicht. Das ist doof. Wir brauchen Lava. Ich weiß aber auch nicht, wo wir Lava noch herbekommen sollen. Ich auch nicht. Obwohl, einmal Lava können wir vielleicht noch bekommen. Zweimal Lava. Haben wir noch Obsidian, oder was? Ja. Zweimal Lava können wir auf jeden Fall nochmal bekommen. Ha. Aber, hoch. Oh. Nicht mehr in dieser Folge. Naja. Weil wir kommen nämlich jetzt zum Ende. Und wir haben nicht viel geschafft. Hat mal einer gezählt, wie oft wir tot gegangen sind? Also. Oft. Also in dieser Folge oft. Das hauptsächlich nur wegen den Schweinchen und den. Lohen. Warum redest du von dir? Ha 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 ha. Tja. Ja, ich habe heute einen sehr großen Verlust gemacht in dieser Folge. Da kommt er noch nicht drauf klar, weil er hat nämlich sein Glück, sein Schwert mit Glück 3 oder Spitzhacke Glück 3. Spitzhacke mit Glück 3. Hat er verloren. Gebrochen, mein Herz ist gebrochen. Ach komm, ey, wirklich. Stell dich nicht so an. Kriegen wir nie wieder sowas. Haben wir keine? Ja, Level Glück 3 ist die seltenste Verzauberung und braucht 30 Level. Ja, siehste. Bis wir das wieder haben, ist Weihnachten. Ach, komm. Wie viele Level hast du denn? Ja. Ja, siehste. Wer weiß, wie oft wir auf diesem Weg dahin noch sterben. So ja, haben wir keine Level mehr? Nee, das sind maximal 10 oder 15 Level, die wir durchkriegen. Oh, trotzdem noch das Doppelte davon. Glück 2 Buch haben wir hier oben. Ja, gut, das ist ja noch ganz okay. Nee, mehr habe ich nicht. Mehr kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Okay, wir sind wie gesagt am Ende angekommen. Wir gehen einmal kurz in Game 3. Wir gucken einmal hier oben hin. Schauen uns diese Eisenfarm an. Alex, ich will ja nicht sagen, aber. Wenn du jetzt sagst, dass der Golem da oben drin steht. Nein, er steht nicht da oben drinne. Und zwar, er steht hinten auf dem Block. Mann! Beweg dich doch nicht, komm hierher. Los. Beweg dich nicht, komm doch her. Keine Lust mehr, ey. Dummer, blöder Golem, ey. Deswegen habe ich ja gesagt, ich würde
sind daran so. Alter, das ist nicht sein Ernst, Mann. Siehst du da? Das kann nicht sein Ernst sein, ey. Du weißt, dass unter dir nichts mehr ist? Ja. Der Arme. Tschüss, Golem. Gleich fällt er runter. Irgendwelche letzten Worte? Schlag ihn, los. Schlag ihn. Oh, wie er dich nur angeguckt hat. Okay. Und dann... Villager geht's gut da drin, hoffentlich. Hier ist einer zu viel drin. Ach. Deswegen fehlt der eine hier. Ja, dann müssen 5 drin sein. Nee, da sind 6 drinne. Was? In dem hier, wo du bist, sind 6 drinne. Nee, doch nicht. Jeez. Ja, und wie soll ich hier unten jetzt wieder rauskommen? Auf jeden Fall, es ist so, dass ich umsonst TP't habe. Auf jeden Fall. Ja, weit sind wir nicht, wirklich nicht gekommen. Wir können noch mal gucken, hier unten bei der Mob-Farm. Hier drin hat sich ja nicht viel verändert. Ja, hat sich wirklich nicht viel verändert. Oben bei uns natürlich auch nicht, außer ganz viel abgebrannt. Da, diese ja. Komischen Flammendinger da, der Meinung sind, sie müssen unser Ding abbrennen hier. Ja. Eine Eisenfarm haben wir auch nicht gerade, eine Steinfarm. Also können wir nicht mal Stein farmen vernünftig. Ja. Uns fehlt wirklich Lava. Für alles. Werden wir in der nächsten Folge mal schauen, irgendeine Lösung finden, dass wir da endlich wieder Lava vernünftig bekommen, würde ich sagen. Ja. Und wir verlassen auf jeden Fall in der nächsten Folge das Nether und gehen in Plenty rein. Ja. Also, danke, dass ihr dabei wart. Danke, Alex, für diese schöne Minecraft-Runde wieder. Ich und danke auch. Nicht dafür. Ich wünsche euch was. Wir wünschen euch was. Ne? Bleibt down. Bis Danny. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.